Und hier, dann gibt es wieder so einen Schritt zur Seite. Dann dieses, linker Arm kommt nach vorne, die rechte stützt. Das ist eine. Also der gesamte Ablauf jetzt ist eine Form. Das ist ein bisschen komplex. Dann so ein Annehmen und das ist in erster Linie, glaube ich, mal der Vogelschwanz. Man lässt ihn dann gleich los. Das ist dann eine Form. Dann dieses. In der Form ist kein Kontakt, aber ihr könnt euch am Anfang das merken, dass die, in diesem Fall die rechte Hand am Handgelenk stützt. Das ist nochmal so ein Bogen zu der Seite. Dann noch eine Form. Hier ist eine Hüftverdrehung bei, nach unten kurz lösen, nach oben und ein Push. Also es sind vier Unterformen. Dann gibt es die fünfte, das ist so eine Drehung, 180 Grad, komplett zur anderen Seite. Dann Ball links und das gleiche seitenverkehrt nochmal. Ein Schritt. Das ist, wenn ihr wollt, könnt ihr an so einen Hüpfball denken. Ja? Und dieses Gefühl hier außen, aber auch hier unten, entstehen lassen, wenn ihr wollt, also wirklich so ein Gummiball gespannt. Das hier ist der Vogelschwanz, annehmen und schon loslassen. Dann übergehen zum Handgelenk stützen. Dann diese Welle mit Hüftverdrehung. Das ist diese Form. Das ist ziemlich umfangreich.